Servus und hallo zum neuen Spotlight. Heute schauen wir uns an Attack of the Killer Scorpions, erstellt von BMW Bear 1, also der BMW Bear 1. Hochgeladen wurde das Ganze am 18. Dezember. Und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Ich kenne es natürlich noch nicht. Wo ich den Park geladen habe, kam die Meldung fehlendes Benutzer-Audio. Ich habe nochmal auf Steam nachgeschaut, da war kein Link zum Download. Attack of the Killer Scorpions. Also, irgendwo wird Musik fehlen, aber es war halt kein Link da. Und gehen wir mal rein. Die Startposition war eigentlich direkt an der Bahn. Bin hier einfach mal rausgegangen, um den Weg halt reinzugehen. Das war jetzt wieder ein Satz, bin rausgegangen, nee, egal. Und da steht Do not enter. Doch, tun wir. Und da liegt ein Fels, bitte liegen lassen. Und die Startposition, wenn man den Park lädt, war ungefähr so. Da. Hier explodiert alles und donnert alles rum. Da, hier machen wir mal. Stopp, testen. Stopp. Testen. Ergebnisse seht ihr hier. Los geht's. War das der erste Wagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich mache erstmal Pause. Stopp. Testen, reinsetzen. So, aber jetzt. Doch, war der erste Wagen. Alles gut. Danger. So, was war das jetzt? Okay, bin gespannt. Ah, es waren so Toolteile runterzuladen. Attack of the Killer Scorpions. Okay, und hier ist schon einer. Wir bekommen sehr viel durchs Gesicht, durch die Schiene. Okay. So. Ich sag am Ende sage ich nur ein bisschen was dazu. Okay, wird jetzt gefeiert, dass wir die Scorpions besiegt haben, oder denke ich? Dann wird sie jetzt wahrscheinlich in die Station gehen. Ja. Yep. Lieber Ersteller, ich will hier nicht großartig rummeckern, nur so als Feedback.
Was mir schon gestört hat. Gut, es ist eine Themenfahrt, vollkommen okay. Ist das hier. Gott, was ist hier los? Hör auf! Was mir tatsächlich so ein bisschen irritiert bzw. gestört hat, dass halt, dass man es durch so viel durchglitscht. Wenn man Testfahrt macht, dann sieht man das einfach. Dass man hier sehr viele Bäume durchs Gesicht bekommt. Dass viel durch die Schiene glitscht. Meine, die digitalen Effekte und so finde ich sehr cool. Vor allem die Stadtszene hat mir sehr gut gefallen. Hier war es, glaube ich, ja. Die Szene hier, super. Aber es glitscht halt so viel rum. Das fand ich nicht so schön. Sorry, und die Bahn finde ich zum Teil viel zu schnell. Hier Themenfahrt, die muss ja keinen Speed haben oder für so Fahrtiergeschichte erzählt. Es war einfach zu schnell, finde ich. Die Idee, mega gut. Die Umsetzung kann man nur ein bisschen dran arbeiten. Das war's schon wieder. Ich sag vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.